Herzlich willkommen zu einem kleinen, aber feinen Rossmann-Haul. Aus einer anderen Perspektive, weil ich leider mein Stativ zerbrochen habe, habe ich mich doch hier vorne mal hingesetzt. Ja, wenn das Bild schief ist, I'm so sorry. Mein Karton, wo es draufsteht, ist leider zu voll gestopft. Ausmistvideo sollte folgen. Ja, wie auch immer. Egal, kommen wir zum Thema. Ich fang mit meinem Highlight an. Zur aktuellen Lage, ne? Es ist ja schwer, gewisse Produkte zu kriegen, aber ich habe wieder Duftklopapier. Der Winter ist gerettet. Ja, das kennt ihr, ne? Von Rossmann für 1,99 mit Aufdruck und Duft. Die Kleine hat sich auch schon mega gefreut. Sie dachte, klappt gut mit dem Stativ. Nicht. Ja, die Kleine hat sich schon mega gefreut. Sie dachte, es wäre wieder Pepper-Klopapier. War es gar nicht. Aber sie meinte, jetzt könnte sie auch wieder aufs Töpfchen gehen. Jetzt gibt es endlich wieder gescheites Klopapier bei uns. Schon ein bisschen peinlich, dass das Kind schon so darauf anspringt. Na gut. Dann habe ich noch... Jetzt bin ich so weit unten. Sorry, Leute. Wer auch immer. Ich habe für die Kleine noch hier diese Kinder-Carex-Zahncreme mitgenommen. Wir hatten jetzt immer die von Veleda. Und Carex und Veleda waren meine Favoriten, weil sie beide ohne Fluorid sind. Allerdings hatte ich das Gefühl, zum einen, das schmeckt ihr besser. Und mein größeres Problem ist, dass ich das Gefühl hatte, die Zähne werden immer gelber. Und ich weiß nicht warum. Wir putzen und putzen und putzen und putzen. Und das hatten wir schon mal. Und ich bin mir fast sicher, dass das bei dieser Carex-Zahnpasta nicht so war. Deswegen habe ich sie jetzt nochmal besorgt. Und wenn es jetzt besser wird wieder und wir ganz normal weiterputzen, weil mehr jetzt putzen kann man ja auch nicht, dann bleiben wir auch bei der. Genau. Dann habe ich hier mal wieder so Q-Tips gekauft von Isana zum Auffüllen. Ich habe ja so ein Döschen mir bei Rossmann geholt, da habe ich die mal drin. Genau. Ja, dann habe ich mal wieder Umschläge gekauft. Ich bin ja aktuell bei Vinted wieder sehr aktiv und bevor sie mir wieder ausgehen, ist auch immer der Klassiker. Immer wenn der letzte Umschlag leer ist, dann kommen sie auf einmal alle mit Kleinigkeiten. Diesmal habe ich vorgesorgt. Wahrscheinlich bestellt dann keiner. Egal. Ja, dann gab es eine neue WC-Ente. Die hat Amelie ausgesucht von Biff. Also es gab da sehr, sehr viele Produkte, die mich angesprochen haben. Also, ich habe mir vorher noch nie so einen Platten über eine WC-Ente gemacht. Ich hatte trotzdem an manchen Produkten das Gefühl, manche reinigen besser. Manche sind halt einfach nur farbiges Wasser, was ich reinkippe. Und mit dem hatte ich auch gute Erfahrungen. Aber Amelie meinte auch, das ist das Schönste, deswegen nehmen wir es. Ja, deswegen haben wir das gekauft. Ne? Kurze Hintergrundstory. Irgendwie ist hier alles bei mir blau-pink. Man sieht, das Kind war mit einkaufen. Apropos blau, habe ich nochmal zwei Quetschis mitgenommen. Ist ja jetzt bei uns die Oberausnahme. Ich habe endlich meine Sammlung voll von Fruchtbar. Also wer mir bei Instagram folgt, hat das Drama verfolgt. Ich habe 50 Quetschis ausgewaschen. Also für die, die diese Aktion hier hinten drauf nicht kennen, man kriegt ja da irgendwie eine Tasche oder was auch immer, kann man sich dann aussuchen, was man haben möchte. Echt, 50 Stück habe ich ausgewaschen. Leute, macht es direkt, wenn ihr sie sammelt. Ich habe es jetzt aufgegeben mit Sammeln. Ich will, glaube ich, nicht mehr sammeln. Also aktuell, das steht immer im Weg rum. Lassen wir das. Trotzdem, ihr Lieblingsdings ist das hier, Milchreis mit Erdbeer. Ist jetzt auch so nicht ganz so verträglich, aber gut. Und Heidelbeer-Banane-Reis ist das, genau. Auch so. Naja, noch am besten von allen, die da sind, weil sie ohne Apfel sind, aber jetzt auch nicht der Burner. Also nicht, dass das nicht schmeckt, das möchte ich nicht sagen. Ich glaube, jedes Kind liebt sie, ne? Dann habe ich hier für die Kleine, das hat auch sehr lange gedauert, bis wir sie ausgesucht haben, eine Conny-Zahnbürste mal wieder mitgenommen. Also wir haben immer noch das Problem, sie gehen doch noch recht schnell kaputt, die Zahnbürsten. Letztes Mal hatte ich eine von Aldi, die war sehr gut. Ja, die ist jetzt von 0 bis 6. Ich war sehr, sehr unentschlossen. Sie hat ja im Februar Geburtstag, wir haben jetzt Mitte Januar. Und die meisten gehen dann so von 0 bis 2, die Zahnbürsten. Jetzt habe ich einfach eine von 0 bis 6 genommen. Aber ich glaube, wir werden demnächst mal zu einer elektrischen überschwenken. Ich habe nur Angst, wenn sie da weiterhin drauf rumbeißt, dauernd neue Aufsätze kaufen zu müssen. Das wäre halt auch nicht so cool. Naja, dann habe ich noch bei einem Produkt... Oh, ist schon aufgegangen. Zugeschlagen, Leute.
Es kam was raus, Frau Rossmann. Ich habe das schon mal aus dem Augenwinkel gesehen. Pinke Mülltüten mit Duft. Also das wird mein Rossmann-Produkt des Jahres. Also ich glaube, ich werde Hauptkonsument dieser Mülltüten. Riechen geil. Und sind halt einfach pink. Passen auch viel besser ins Kinderzimmer. Ich habe die ja gerade immer bei den Windeln. Und ich stülp die da immer so rein. Und wenn da halt immer so eine grüne Tüte im rosa Kinderzimmer rausguckt, das hat mich schon immer gestört. Und jetzt gibt es endlich pinke. Genau, hier ist noch das Zettelchen von dem anderen. Dann gab es noch mal ein paar Maiswaffeln. Aktuell mag ich echt lieber Maiswaffeln statt Reiswaffeln. Warum, weiß ich nicht, aber mir schmecken sie einfach besser. Sind noch mehr pappig. ja, dann gab es noch Feuchttücher. Und ich hol's mal. Ein XXXL Windelpaket mal wieder. Ich habe irgendwie meine letzten zur Kita getragen und dann stand ich da. Also wir haben noch ganz viele von diesen Höschen, aber die mag sie irgendwie nicht, leider. Schade. Dann habe ich mir noch was gegönnt. Und zwar bin ich wieder auf dieses BB-Waschgel umgestiegen. Fand ich irgendwie richtig super mit Aprikosenextrakt und Duft, normale und Mischhaut. Kann man nichts verkehrt machen. Ist nicht so aggressiv. Entfernt Make-up und ja, gefällt mir. So, dann habe ich hier noch den Entkalker mitgenommen. Ich dachte, meine Kaffeemaschine hätte es mal wieder nötig. Kaffee schmeckt nicht mehr so gut. Oh, ich mache das echt viel zu selten. Man müsste es viel öfter machen. Ich will gar nicht wissen, wie oft steht hier auch gar nicht. Besser ist, aber ich glaube, eigentlich sollte man das schön. Ich glaube, auf der Arbeit haben wir das immer alle 3 Wochen gemacht. Naja. Und zu guter Letzt habe ich noch ein paar Kichererbsenbrezeln. Die gehen auch immer mega gut bei den Kindern. Und alle Mütter, die ich das immer erzähle, das sind Kichererbsenbrezeln. Oh, darf ich mal probieren? Oh, schmeckt echt voll gut. Alle. Wirklich alle. Jeder mag sie. Inklusive der Kinder. Ja, kann man haben, finde ich. Ja, ich würde sagen. Das war's. Das ist übrigens mein erstes Video mit meinem neuen Handy. Also für die Perspektive, I'm so sorry. Ich müsste mir ein neues Stativ bestellen, falls ihr coole Ideen und Tipps habt. Schreibt mir gerne mal. Also ich habe meine letzten zwei zerschrottet. Wobei ich von dem einen sehr begeistert war. Das war extra für alle Handys. Das konnte man da so reinklemmen. Ich gucke auch irgendwie falsch, ne? Naja. Ich übe noch auf jeden Fall. Wie auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich verlinke euch hier meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich gerne abonnieren und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.